Ja, dann herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag. Mein Name ist Miriam Zeilinger. Ich arbeite an der PH Schwäbisch Gmünd und möchte Ihnen heute ein bisschen etwas erzählen zum Thema, was kann man mit einem Sprachenstudium anfangen? Jetzt schaue ich nur ganz kurz, ist das im Chat geschrieben? Ja, guten Tag. Genau, also der Titel meines Vortrags, Irgendwas mit Sprache und Kultur, keine brotlose Kunst, ist bewusst etwas provokant gewählt, da ich ja in einem germanistischen Studiengang arbeite und wenn ich für diesen Studiengang Werbung mache, dann gibt es auch häufig Leute, die sagen, ach, das lohnt sich nicht, Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache oder überhaupt etwas mit Sprachen, Geisteswissenschaften zu studieren, das wäre nur brotlose Kunst. Und ich möchte Ihnen heute das Gegenteil beweisen. Ich werde eben Ihnen zeigen, ja, wenn man ein Sprachenstudium macht, gibt es noch andere Möglichkeiten. Man wird nicht einfach nur vielleicht freiberufliche Sprachenlehrkraft, oder man geht nicht nur in die Übersetzung, denn es gibt vielfältige Möglichkeiten, in denen Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen können. Da werde ich zunächst mich selbst kurz vorstellen, weil ich selber einen sehr bunten Lebenslauf habe, damit Sie sehen, was man als Sprach- und Kulturwissenschaftlerin alles so machen kann. Und ich werde auch den Studiengang vorstellen, in dem ich gerade tätig bin, Germanistik und Interkulturalität, Multilingualität. Und dann zeige ich Ihnen eben diese ganzen unterschiedlichen beruflichen Perspektiven, die man zum Beispiel in den Bereichen Medien, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft haben kann. Ja, ich habe selber eine Berufsausbildung als Verlagsbuchhändlerin und habe auch als Redaktions- und Lektoratsassistent in dem Verlag gearbeitet. Ich habe nur Sprachen studiert, Japanologie, Sinologie und Deutsch als Fremdsprache. Und ich war dann zweimal für den DAD in Shanghai in China. Und zwar einmal als Sprachassistentin und einmal als Lektorin. Und was das für Programme sind, das werde ich Ihnen dann auch gleich vorstellen. Und in der Zwischenzeit war ich einmal am Fachsprachenzentrum der Universität Tübingen, wo ich ein DAF-Projekt für asiatische Studierende koordiniert habe. Nach meiner Zeit in China habe ich dann das Akademische Auslandsamt der Universität Osnabrück geleitet. Und die Arbeit in einem akademischen Auslandsamt, die werde ich Ihnen auch gleich vorstellen. Das war eine unbefristete Stelle, aber aus familiären Gründen bin ich dann doch nach einigen Jahren ja, nach Schwäbisch Gmünd in den Ostalbkreis gezogen, wo ich jetzt bin und war dann übergangsweise Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Bildungsbüro Ostalb und bin jetzt eben wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Germanistik und Interkulturalität, Multilingualität. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die einfach im Chat und dann am Schluss werden wir ein bisschen Zeit haben, die Fragen zu beantworten. Genau, also ich arbeite ja in dem Studiengang Germanistik und Interkulturalität, Multilingualität. Die PH Schwäbisch Gmünd ist eine Hochschule, die die Schwerpunkte Bildung, Gesundheit und Interkulturalität hat. Und unseren Masterstudiengang, den gibt es eben seit Sommer 2018. Wir achten sehr darauf, dass es sehr praxisbezogen und vielfältig, aber auch gleichzeitig forschungsbasiert ist. Und wir befassen uns vor allem mit Literatur, Sprach- und Kulturwissenschaft, aber wir bieten auch viele Praxisseminare an, mit denen dann die Studierenden wieder anknüpfen können an mögliche Berufsfelder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite und auch auf unserer Projektwebseite. Ich werde ganz am Schluss ein paar Links in den Chat reinschreiben, wo Sie dann auch die Präsentation von heute finden können und eben Links zu Stellenanzeigen und Portalen. Ja, wir sind auch von unserem Studiengang aus in Social Media unterwegs. Sie sehen da rechts ein Ausschnitt aus unserem Instagram-Auftritt und links aus unserem Blog. Und rechts unten sehen Sie einen Eintrag bei Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite und da poste ich eben ja, ein bis zweimal im Monat einfach so ein paar interessante Stellenanzeigen aus dem Bereich Sprache und Kultur, die ich gefunden habe. Und heute habe ich da auch wieder was gepostet. Ich gebe Ihnen da später den Link dazu. Genau, wir haben
In unserem Studiengang auch mehrere Projekte. Zum Beispiel koordiniere ich gerade ein Begegnungsprojekt zwischen Jugendlichen und älteren Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Unsere Studierende haben die Abiturientinnen geschult, haben Workshops gemacht zu narrativen Interviews und Interkulturalität. Und die Jugendlichen werden dann mit den älteren Menschen Interviews zu ihrer Jugend durchführen und dann Filme daraus gestalten. Im Herbst machen wir eine sogenannte Autumn School mit dem Titel Vielfalt, Leben und Lehren. Da werden wir Workshops zu Vielfalt in Gesellschaft, Bildung und Religion anbieten. Wir gestalten das gemeinsam mit Lehrenden und Studierenden aus Benin. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit Benin und starten deswegen auch ein Projekt, das heißt Deutsch Mobil, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache in mehrsprachigen Kontexten. Und da geht es dann eben um die Entwicklung digitaler Unterrichtsmaterialien für den DAF und DATS, DAF und DATS-Unterricht in Benin und Deutschland. Und ja, und so verknüpfen wir dann eben Theorie und Praxis. Sie sehen links den Aufbau unseres Studiengangs. Und wir bieten dann eben praxisorientierte Seminare an. Das zum einen hier in den Praxisgrundlagen zum Beispiel auch etwas zum Thema Öffentlichkeitsarbeit oder interkulturelle Kompetenzen, Projektorganisation, aber dann eben auch Kurse zu unterschiedlichen Berufsfeldern, in denen die Studierenden dann entweder sich auch ausprobieren können, etwas konkret machen können oder auch, wo wir Referentinnen aus der Praxis einladen. Und Sie sehen da jetzt schon auch einige Berufsfelder, auf die ich dann auch noch eingehen werde. Und wir sagen dann, ja, wenn man, also was wir anbieten, ist so eine Art interkulturelle Germanistik mit ein bisschen Deutsch als Fremdsprache. Und wir sagen, wenn man das studiert, hat man sehr gute berufliche Möglichkeiten in den Bereichen Bildung, Medien, Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft. Und auch wenn ich das jetzt natürlich gemünzt auf unsere Studierenden sage, gilt das jetzt auch für Sie alle, die Sie vielleicht auch etwas anderes studiert haben, vielleicht nicht unbedingt Germanistinnen sind oder DAFlerinnen, auch wenn sie andere Geistes- oder Kulturwissenschaften studiert haben, könnte das, was jetzt folgt, für sie von Interesse sein. Genau, zuerst der Bereich Medien. Also Medien habe ich jetzt hier nur exemplarisch Buch- oder Zeitschriftenverlage aufgeführt oder auch Literaturagenturen, Presseagenturen. Natürlich gibt es natürlich auch andere Medien. Also eine Studierende von uns, die hat zum Beispiel bei der dpa gearbeitet, bei einer Presseagentur. Auf die Buchverlage möchte ich ein bisschen näher eingehen. Es ist nicht so einfach, den Einstieg ins Verlagswesen zu finden. Häufig geschieht das durch Ausbildung, Praktika oder Volontariate, aber auch einfach so, wenn man etwas studiert hat, was zum Verlagsprogramm passt, dann kann man da den Einstieg finden. Und Sie sehen da jetzt bei den Studiengängen, die ich da aufgeführt habe, dass da alles Mögliche dabei ist. Und im Verlag ist es so, dass es nicht nur Lektoren und Redakteure gibt. Natürlich gibt es das Lektorat und sie können Buchprojekte entwickeln. Aber es gibt auch viele andere spannende Stellen. Ja, zum Beispiel im Pressereferat Pressearbeit gestalten oder auch Lesungen, Veranstaltungen und Pressekonferenzen organisieren. Man kann auch im Bereich Marketing und Werbung arbeiten und Werbemaßnahmen entwickeln. Oder man kann auch in der Lizenzabteilung arbeiten. Also wenn Sie viele Sprachen sprechen und gerne im internationalen Kontext arbeiten, dann ist ja die Arbeit in der Abteilung Rechte und Lizenzen sehr interessant, weil Sie Kontakt haben mit Kooperationspartnern aus der ganzen Welt. Also ich selbst habe ein Praktikum bei einem französischen Verlag gemacht, in der Lizenz- und Rechteabteilung. Und das war eine sehr spannende Angelegenheit. Wenn Sie mehr wissen möchten darüber, ja, wie man einen beruflichen Einstieg im Verlagswesen finden kann, was es da für Berufe gibt, dann können Sie auf die Seite des Börsenvereins gehen. Da gibt es Informationen zu den Berufen und es gibt auch eine Jobbörse. Da können Sie gleich sehen, was es für Berufe gibt. Genau, ich komme zum Thema Bildung. Ja, also
wenn man jetzt Sprachen studiert oder jetzt auch explizit Deutsch als Fremdsprache oder Germanistik, dann denkt man als erstes natürlich an den Bereich Deutsch als Fremdsprache, dass man in die Sprachenlehre geht. Und tatsächlich gibt es viele interessante Möglichkeiten im Bereich Sprachenlehre, von denen ich einige exemplarisch vorstellen möchte. Und dann gibt es auch generell die Möglichkeit, im Bildungsmanagement zu arbeiten, für die Kommune, aber auch bei privaten Bildungsträgern. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich selber DHD-Sprachassistentin war. Ich selber habe einen Magister gemacht, aber für eine Sprachassistenz benötigt man nur einen Bachelor. Es gibt ungefähr 150 Sprachassistenzen in 70 Ländern auf der ganzen Welt. Und als DAD-Sprachassistenz muss man ja ungefähr 8 bis 10 Stunden Deutschunterricht leisten und dann auch noch ja, eine Theater-AG, Filmabend, Mitarbeit bei Projekten. Normalerweise werden die Sprachassistenzen, die ein Jahr dauern, ungefähr, also ja, 10 Monate ungefähr, normalerweise werden die im Herbst ausgeschrieben, aber es gibt jetzt eine Nachausschreibung. Es ist immer so, dass es im Frühjahr Nachausschreibungen gibt, weil vielleicht auch nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Also wenn Sie jetzt sagen so, oh, Sie möchten in die weite Welt, Sie haben noch nicht viel Erfahrung, Sie sind vielleicht gerade fertig mit dem Studium, dann bewerben Sie sich doch auf eine Sprachassistenz. Stellen in Europa, da läuft die Ausschreibung bis 5. April und dann in Afrika, Asien, Russland und Guatemala noch bis 15. April. Die Stelle würden Sie dann im September oder Oktober antreten. Den Link hierfür, den werden Sie dann im Anschluss an meinen Vortrag bekommen. Wenn Sie schon Erfahrung haben mit Sprachunterricht, DAF-Unterricht, dann können Sie sich auch auf ein DAD-Lektorat bewerben. Es gibt rund 500 Lektorate in über 110 Ländern weltweit und man geht dann für 2 bis 5 Jahre ins Ausland. Es gibt Regellektorate in Germanistik und DAF, aber es gibt auch Fachlektorate in anderen Bereichen. Also so, dass Sie auch, wenn Sie jetzt nicht Germanistik oder DAF studiert haben, auch trotzdem über den DAD da einen Einstieg finden könnten. Sie haben vielfältige Aufgaben, dazu gehört auch natürlich die Lehre, auch Beratung und eben auch Marketing, also zum Beispiel Teilnahme an Bildungsmessen. Es gibt jeden Herbst circa 100 Ausschreibungen und auch da, wie bei den Sprachassistenzen, gibt es im Frühjahr eine Nachausschreibung. Im Moment läuft die bis 8.4. Schauen Sie auf den Seiten vom DAD, welche Stellen gerade noch ausgeschrieben sind. Der Stellenantritt ist auch wieder September, Oktober 2021. Und diese Lektorate sind wirklich ein sehr gutes Sprungbrett. Ich habe ja gesagt, dass ich das Akademische Auslandsamt der Uni Osnabrück geleitet habe und sehr viele Leiterinnen und Leiter von akademischen Auslandsämtern oder auch von Sprachenzentren waren früher selber DAD-Lektorate, Lektoren. Sie können da sehr gute Netzwerke knüpfen, Sie bekommen da sehr viele Erfahrungen und das gibt Ihnen dann sehr viele Möglichkeiten im Anschluss. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel für ein Goethe-Institut zu arbeiten. Es gibt 157 Goethe-Institute in knapp 100 Ländern der Welt. Und zu den Aufgaben der Goethe-Institute gehört die Vermittlung deutscher Sprache und Kultur. Sie können da also Deutsch unterrichten, aber Sie können auch in einem Referat arbeiten. Und zum Beispiel sind auch derzeit, jetzt ganz aktuell, auf der Seite des Goethe-Instituts in München einige Referentenstellen ausgeschrieben, wie zum Beispiel für das Alumni-Portal, für ein Projekt mit dem Titel Mit digitaler Vorbereitung zum Studium oder auch zum Qualitätsmanagement in Deutschprüfungen. Das heißt, wenn Sie da schon Erfahrungen haben in dem Bereich, können Sie sich da bewerben. Sie könnten sich auch überlegen, ein Goethe-Volontariat zu machen. Das ist eine 2-jährige Ausbildung für Fach- und Führungsaufgaben. Und die würden Sie dann ein Jahr in München machen und ein Jahr im Ausland. Und danach würde sich eben eine, ja,
Karriere anschließen, in der sie aber in alle 3 bis 5 Jahre die Position wechseln, den Einsatzort und dann eben mal im Ausland eingesetzt werden und mal in Deutschland. Grundsätzlich geht es beim Goethe-Institut um kulturelle Programmarbeit, Sprache- und Bildungskooperation, Finanzen und Administration, Information und Bibliothek. Dann ja, an Hochschulen. Auf Hochschulen werde ich später noch näher eingehen, aber an Hochschulen können Sie natürlich auch in Sprachenzentren arbeiten. Ja, also entweder als Lehrkraft oder als Leitung. Sie können dort Sprachenkurse durchführen, Sprachprüfungen durchführen oder auch Projekte koordinieren, wie zum Beispiel Summer Schools. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Also es gibt immer wieder bilaterale Programme oder internationale Austauschprogramme. Als ein Beispiel möchte ich Ihnen hier JET vorstellen. Das ist ein japanisches Programm. Da kann man als Hochschulabsolvent, Absolventin für 1, 2 Jahre nach Japan gehen, um da eben als Assistenzlehrkraft oder als Koordinator internationaler Beziehungen zu arbeiten. Wenn Sie sich dafür interessieren, im Moment sind Stellen wieder ausgeschrieben. Genau, Sie kriegen den Link im Anschluss. Und Sie können natürlich ins kommunale Bildungsmanagement. Ja, zum Beispiel können Sie in kommunalen Bildungsbüros auf Stadt- oder Landkreisebene arbeiten. Da gehört dann die Vernetzung von Bildungsakteuren zu den Aufgaben, Entwicklung von Bildungsprojekten, auch Bildungsmonitoring, Durchführung von Studien, Verfassen von Handreichungen, Entwicklung von Konzepten und vieles mehr. Wenn Sie sich für die Arbeit in Kommunen interessieren oder im öffentlichen Dienst, kann ich Ihnen diese Stellenportale interamt.de und servicebund.de empfehlen. Also da finden Sie sehr viele Stellen im öffentlichen Dienst und Sie können dann auch eingeben, in welchem Umkreis, wie viele Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt Sie Stellen suchen zum Beispiel. Und natürlich können Sie auch bei verschiedenen Bildungsträgern arbeiten, natürlich auch bei Volkshochschulen oder anderen Bildungsträgern, wie zum Beispiel die Deutsche Angestelltenakademie als ein Beispiel, aber es gibt noch viele weitere. Und natürlich können Sie da auch als Lehrkraft arbeiten. Und es gibt nicht nur Honorarstellen, es gibt auch Stellen für angestellte Lehrkräfte. Aber Sie können auch einfach ins Management so einer Volkshochschule oder eines Bildungsträgers gehen. Also zum Beispiel, Sie können das Kursprogramm organisieren, Kursleitende betreuen und fortbilden, ein Projekt durchführen. Zum Beispiel haben einige Volkshochschulen interkulturelles Elternmentoring oder Sie können im Veranstaltungsmanagement tätig sein. Ich habe hier auch ein paar Links zusammengestellt. Wie gesagt, Sie kriegen am Schluss einen Link, auf der Sie diese Präsentation finden und dann eben auch die Links zu diesen Stellenbörsen. Die Wirtschaft. Als GeisteswissenschaftlerInnen denkt man vielleicht zuerst nicht, dass man Chancen hat in der Wirtschaft, aber es gibt durchaus Bereiche, wo Ihre Fähigkeiten gefragt sind. Ich nehme hier auch wieder nur einige exemplarisch raus. Also gerade wenn man jetzt mit Sprache und Kultur zu tun hat, dann ist man prädestiniert für die Arbeit in Presse und Kommunikation, im Sprachenmanagement, in der Personalentwicklung oder auch im Marketing oder auch im digitalen Marketing. Wenn Sie allgemein wissen wollen, wo man gute Stellen findet, ich persönlich verwende zum Beispiel immer Indeed.de, weil es so eine Meta-Jobsuchportal ist. Aber es gibt eben auch viele andere und es bietet sich auch an, in beruflichen Netzwerken wie auf Xing oder LinkedIn zu schauen und sich auch zu vernetzen. Genau, in Presse und Kommunikation zum Beispiel, da haben Sie mit internen und externen Kommunikationsmaßnahmen zu tun. Zum Beispiel Pressemitteilungen verfassen, Kontakt zu verschiedenen Medien zu halten, Newsletter erstellen, Mitarbeiterzeitschriften erstellen oder Veranstaltungen organisieren. Und es gibt eben auch extra Stellenbörsen für diesen Bereich Presse und Kommunikation. Die habe ich Ihnen hier aufgezeigt, also Stellenanzeigen, Pressesprecher und auch Kult-Tweet-Jobs.
Sie können auch im Sprachenmanagement tätig sein. Das ist so ein Bereich, der noch nicht so bekannt ist. Also eine Studierende von uns, die war dann auch im Anschluss an das Studium im Sprachenmanagement eines großen Konzernes tätig. Und zwar geht es darum, Richtlinien und Qualitätsstandards für die Unternehmenssprachen festzulegen, also gerade bei internationalen Konzernen. Welche Begriffe verwendet man, auf welche Standards einigt man sich? Und im Sprachenmanagement koordiniert man dann zum Beispiel eben auch Übersetzungen von öffentlichen und internen Dokumenten, Webseiten. Und man befasst sich vielleicht eben auch mit zum Beispiel gendergerechter Sprache oder diversitätssensibler Sprache. Also einfach, welche Sprache wird in dem Unternehmen verwendet. Und man kann auch in der Personalentwicklung tätig sein, also gerade bei großen Konzernen. Also im Hinblick auf sprachliche und interkulturelle Schulungen, auf Coachings von Mitarbeitenden, aber auch zum Beispiel im Relocation-Bereich, also dass man Mitarbeitende, die ins Ausland gehen oder aus dem Ausland kommen, betreut. Und ja, wer sich für den Bereich Personalentwicklung interessiert, der findet da eben auch entsprechende Stellenbörsen. Dann kann man natürlich auch im digitalen Marketing unterwegs sein. Man kann zum Beispiel eine Social Media Strategie entwickeln, die Social Media Kanäle eines Unternehmens pflegen und auch neue Marketingmaßnahmen für den digitalen Bereich entwickeln. Also wir machen das auch konkret in unserem Studiengang, dass die Studierenden es ausprobieren, ein Social Media Konzept zu entwickeln. Und eine Absolventin von uns, die ist jetzt auch im Social Media Management einer größeren Partei tätig. Und jetzt komme ich zum Schluss zum Bereich Wissenschaft. Denn natürlich darf man auch nicht vergessen, ja, man kann ja auch im Hochschulbereich arbeiten, man kann im universitären Bereich bleiben. Und ja, da möchte ich ganz kurz auf das Thema Promotion eingehen, dann Hochschullehre, akademisches Auslandsamt und Wissenschaftsmanagement. Generell, wenn Sie im akademischen Bereich Stellen suchen, kann ich Ihnen hier diese Stellenbörsen wie academics.de, Wissenschaftskarriere und akademische Stellen empfehlen. Bei der Promotion, also sehr häufig stellt sich die Frage bei GeisteswissenschaftlerInnen, ja, soll ich promovieren? Bringt mir das was? Und da müssen Sie sich natürlich überlegen, passt die Promotion zu meinen beruflichen Zielen? Vorteilhaft ist eine Promotion, wenn Sie an einer Hochschule bleiben möchten oder wenn Sie eine Führungsposition anstreben. Ansonsten kann es sein, dass die Promotion nicht die richtige Entscheidung für Sie ist. Und Sie müssen sich auch überlegen, vielleicht promovieren Sie lieber in einem Promotionskolleg. Das heißt, Sie suchen sich vielleicht auch eine Stelle, in der die Promotion mit inbegriffen ist, oder Sie promovieren frei als Alleinkämpfer. Das ist etwas, was Sie sich überlegen müssen. Es ist aber so, dass wirklich für die meisten Stellen, die ich Ihnen jetzt hier auch heute vorgestellt habe, eine Promotion nicht vonnöten ist. Ja, man kann auch ohne Doktortitel und ohne eine Promotion anzustreben, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule tätig sein, wobei natürlich eine Promotion von Vorteil ist. Nachteilig ist, dass in der Hochschullehre, dass viele Stellen befristet sind. Ja, aber trotzdem bieten sie viele Möglichkeiten, und es gibt auch die Möglichkeiten der Entfristung. Das Spannende ist, Sie sind in der Lehre tätig, in der Beratung und Betreuung von Studierenden und Sie beteiligen sich an Forschungs- und Kooperationsprojekten und Sie können da vielleicht auch interessante Kontakte knüpfen, sich ein Netzwerk aufbauen, um dann in einem anderen Bereich unbefristet unterzukommen. Zum Beispiel können Sie sich auch überlegen, Sie möchten an einer Hochschule arbeiten, aber Sie bleiben im Wissenschaftsmanagement, eher im Verwaltungsbereich. Und da wäre eine Möglichkeit das Akademische Auslandsamt. Ja, das ist ein Studierender von uns, ein Absolvent von uns, der arbeitet zum Beispiel im Akademischen Auslandsamt. Da entwickeln sie
Zum Beispiel sind Sie beteiligt an der Entwicklung von einer Internationalisierungsstrategie und Internationalisierungsmaßnahmen. Sie bauen ein internationales Kooperationsnetzwerk für Ihre Hochschule auf. Sie betreuen Studierende, die aus dem Ausland kommen und WissenschaftlerInnen, die aus dem Ausland kommen. Und Sie betreuen auch Studierende und WissenschaftlerInnen, die ins Ausland gehen. Und Sie vertreten die Hochschule in einem internationalen Kontext. Und diese Stellen, da gibt es eben auch häufig unbefristete Stellen und auch je nach Standort sehr gut bezahlte Stellen. Also zurzeit ist, glaube ich, ah nee, das war in Aachen, nee, das war das Leitungssprachenzentrum, die gerade ausgeschrieben ist. Nicht akademisches Auslandsamt, aber auch im Auslandsamt gibt es immer wieder Stellen. Und es gibt andere Bereiche im Wissenschaftsmanagement, im Forschungsreferat, im Diversity Management, Projektmanagement. Ja, Sie sind da in der Beratung tätig, Sie entwickeln Konzepte, Sie führen Mentoring- oder MultiplikatorInnenprojekte durch. Und eben im Wissenschaftsmanagement gibt es eben häufig unbefristete Stellen. Und ganz am Schluss, ich weiß, das war jetzt so ein Ritt durch alle möglichen Berufsfelder. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Also natürlich NGOs und Stiftungen und Museen, Bibliotheken und Literaturhäuser. Ich habe Ihnen da auch mal mögliche Stellenbörsen aufgeführt. Und Sie können sich auch überlegen, ja, okay, zum Beispiel, Sie sind Sprachwissenschaftlerin. Wo kann man denn da reinrutschen? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Es gibt hier eine sehr interessante Seite, Superlinguo. Da gibt es eine Unterseite Linguistikjobs und da erzählen Leute, die im linguistischen Bereich arbeiten, ja, wo sind sie gelandet? Bei Duolingo oder bei einem Unternehmen oder was machen sie beruflich? Ja. Und auch auf der Seite Academics, die ja auch eine Stellenbörse ist, da finden Sie eben auch Berufe für GeisteswissenschaftlerInnen, die eben so als Inspiration für Sie gelten können. Mein Fazit nach diesem Ritt durch diese verschiedenen Berufsfelder ist, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten im Bereich Sprache und Kultur. Ich habe Ihnen jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt von den Bereichen, in denen man sich betätigen kann. Und durch gesellschaftliche oder technische Entwicklungen können sich neue Berufsfelder ergeben, ja, wie zum Beispiel im Social Media Marketing. Ja, und ich möchte Sie einfach ermutigen, sich einfach mal ein bisschen außerhalb der Box zu denken, links und rechts zu schauen und sich Ihre persönliche Nische zu suchen und einfach mal woanders zu schauen. Okay, das war jetzt sehr, sehr viel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde Ihnen jetzt in den Link zu einem CripPad posten, wo Sie uns diese Präsentation finden und auch Links zu den Seiten von unserem Studiengang und zu den Facebook-Seiten, wo ich diese Stellenanzeigen gepostet habe. Und dann haben wir noch so 2 Minuten Zeit und ich werde dann noch auf Fragen eingehen, die Sie im Chat gepostet haben. Genau. So, Sie finden hier diese Links. Genau. Ich gucke jetzt einfach mal, wer sich. Okay, eine Person sagt, sie spricht ungefähr 8 Sprachen, aber mit sehr unterschiedlichen Niveaus, hat leider nicht studiert, hat mir alles selbst beigebracht. Gibt es da ein Berufsfeld, das auch ohne Studium möglich ist? Also es ist so, in vielen Berufen, sagen wir so, wenn Sie im öffentlichen Dienst arbeiten, es gibt natürlich auch zum Beispiel im Projektmanagement, es gibt auch Möglichkeiten in der Verwaltung, ohne Beruf einzusteigen, aber die sind eben jetzt nicht so gut bezahlt. Was Sie machen könnten, ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt im Sprachunterricht arbeiten wollen, es gibt so Zertifikatsprogramme. Also jetzt bei Deutsch als Fremdsprache, zum Beispiel auch beim Goethe-Institut, aber auch verschiedene Universitäten bieten das an. Und man kann dann eben auch durch Zertifikatsprogramme den Einsteig, zum Beispiel Einstieg in die Fremdsprachenlehre zum Beispiel finden. Und es gibt
viele Bereiche, die nicht geschützt sind. Also zum Beispiel der Begriff Übersetzer oder Coach, die sind nicht geschützt. Da gibt es keine genauen Vorgaben, welches Studium man gemacht haben muss oder ob man überhaupt ein Studium gemacht haben muss. Sie können mich gerne dann auch, wenn Sie auf die Links gehen, dann finden Sie mich ja auch auf den Seiten der Universität. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, ich gebe Ihnen auch meine E-Mail-Adresse, dann können Sie mich auch noch mal direkt anschreiben. Dann kann ich Ihnen auch noch persönlich Tipps geben. Ich schreibe es kurz rein und dann gucke ich noch auf ganz kurz noch ein bisschen durch. Ja, wenn man selbst mehrere Sprachen spricht, ist es dann sinnvoll, ein Sprachstudium zu machen? Kommt darauf an, was Sie machen möchten. Ja, also wenn Sie in die Übersetzung gehen möchten, dann ist es schon gut, ein Übersetzerstudium zu machen, weil Sie dann Methoden und Techniken des Übersetzens und Dolmetschens lernen. Aber eben, genau, Sie können auch so etwas, wie Sie da schreiben, transkulturelle Kommunikation, können Sie gerne machen. Und wie gesagt, Sie können mich anschreiben. Ich habe meine E-Mail-Adresse gepostet und dann kann ich Sie vielleicht noch ein bisschen persönlicher beraten. Genau. Okay. Ältere sind sie natürlich. Okay. Okay, sonst gibt es jetzt. Der Name der Stelle im Bereich Sprachenmanagement. Ja, die Firma darf ich jetzt nicht sagen. Das war eine größere Firma und die hieß eben, das war wirklich Sprachenmanagement. Also, der Titel genau heißt, weiß ich nicht. Da könnte ich mich nochmal informieren. Und im Akademischen Auslandsamt, Sie können zum Beispiel auf so wie bei Indeed.de oder so, geben Sie ein Akademisches Auslandsamt. Das sind so zum Beispiel, das ist dann einfach Mitarbeiter im Auslandsamt oder Outgoing-Koordinator. Da gibt es unterschiedliche Titel. Da ist am besten, wenn Sie einfach Akademisches Auslandsamt suchen. Alternativ auch International Office. Aber am besten suchen Sie auch auf so Stellen wie academics.de, weil da diese Stellen wirklich alle gesammelt werden. Oder wenn Sie sagen, Sie sind auf einen Ort beschränkt, dann schauen Sie bei sich im Umfeld, was es für Hochschulen da gibt und gucken da einfach gezielt. Ja. Okay. Ja, leider ist es die Zeit vorbei. Deswegen möchte ich Ihnen anbieten, gehen Sie bitte auf die Links, die ich da gepostet habe. Im CryptPad finden Sie die Präsentation. Und wenn Sie Fragen haben, nochmal, dann schreiben Sie mich direkt an, auch wenn Sie nicht bei mir studieren wollen, sondern einfach eine generelle Frage haben. Ich berate Sie gerne. Okay? Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Expolingua.